Zum Familientreffen in Goslar hatten die Quad-Freunde Harz bereits zum 13. Mal gerufen. Vom 27. bis 29. Mai 2016 stand nicht die Größe der Zusammenkunft im Vordergrund, sondern der familiäre Charakter auf dem Campingplatz Sennhütte in Goslar. Doch auch das war einmal ganz anders. Im Laufe ihrer ersten 10 Treffen war die Veranstaltung der Quad-Freunde Harz zum größten privaten Quad-Treffen in Europa gewachsen. Harz 4 bis Harz 10 hatten die Quad-Freunde Harz in der Westernstadt Pullman City in Hasselfelde organisiert. Back to the Woods heißt für mich zurück zu den Anfängen, so wie es damals in Osterode war. Wir haben mit wenigen Leuten angefangen, mit Freunden angefangen. Wir kannten alle mit Vornamen und das ist für mich Back to the Woods. So machen wir es heute wieder. Nachdem vom eigentlichen Stil eines Treffens unter Freunden nicht mehr viel übrig geblieben war, entschied man sich, Back to the Roots zu gehen und dem Betreiber von Pullman City die Organisation eines eigenen Quad-Treffens zu übergeben. Gemeinsam am Lagerfeuer frühstücken, Touren fahren und Spaß haben. Und jeder kennt jeden. Deshalb war es auch im Jahr 2016 wieder ein Treffen unter Freunden, welche sich beim Vornamen kennen. Gemeinsam Spaß haben stand im Vordergrund und das haben sie erreicht, die Quad-Freunde Harz. So freuen sie sich bereits auf ihr Harz 14 Back to the Roots vom 16. bis 18. Juni 2017 an der Sennhütte in Goslar.